Heute für euch, die Professorin für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts sortiert. Vom Schlechtesten bis zum Besten. Das und mehr jetzt in diesem Video. Jeder von uns, der Harry Potter schon mal gesehen hat, sollte das Schulfach in Hogwarts Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Dieses Fach ist von zentraler Bedeutung in Hogwarts und soll den Schülern beibringen, sich gegen dunkle Magie zu verteidigen. Konkret betrachten wir die Rolle des Lehrers für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts und analysieren jeden Professor einzeln, angefangen von denen mit den schlechtesten bis hin zu den besten Leistungen. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass ich mich auf die wichtigsten Verteidigung gegen die dunklen Künste Professoren während der Handlung der Bücher konzentriere. Vor dem ersten Professor auf dieser Liste gab es viele andere, und auch nach dem letzten Professor werden noch viele folgen. Wenn du ein wahrer Fan von Harry Potter bist, ist dir sicher bekannt, dass das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste von einem Fluch heimgesucht wird. Dieser Fluch geht darauf zurück, dass Tom Riddle, besser bekannt als Voldemort, vor vielen Jahren die Stelle als Professor für dieses Fach verweigert wurde und daraufhin beschloss, sie zu verfluchen. Dieser Fluch bedeutete, dass kein Professor die Position länger als ein Schuljahr innehaben konnte. Voldemort hielt sein Wort. Nachdem er die Stelle verflucht hatte, hatte jeder Professor einen Grund, sie aufzugeben. Angesichts der Vielzahl von Lehrkräften in dieser Rolle gab es sicherlich eine breite Palette an Persönlichkeiten. Und heute möchte ich einen Blick auf jede dieser einzigartigen Personen werfen. Wer waren die Schlechtesten und wer waren die Besten? Wer hat den Schülern wirklich etwas beigebracht? Das und mehr finden wir jetzt heraus. Ohne weitere Umschweife, alle Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste von den schlechtesten bis zu den besten, in meiner Meinung nach der richtigen Reihenfolge. Beginnen wir mit dem Schlechtesten, Amicus Carrow. Die unrühmliche Auszeichnung des schlechtesten Platzes auf dieser Liste gebührt ganz klar Amicus Carrow. Als das Ministerium im Jahr 1997 fiel und die magische Welt in Aufruhr geriet, wurde er als neuer Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste eingesetzt. Ihr habt ihn vielleicht nicht an dieser Stelle erwartet, besonders angesichts anderer mangelhafter Professoren. Amicus führte vermutlich ein strenges Regiment. Trotzdem muss festgestellt werden, dass Amicus zwar einen halbwegs produktiven Kurs in Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtete, vor allem aufgrund der Bedrohung durch seine eigene Art der Feindseligkeit, er jedoch tatsächlich keine Verteidigung lernte, sondern vielmehr die dunklen Künste selber vermittelte. Unter seiner Führung verwandelte sich der Unterricht in etwas völlig anderes. Obwohl er sich nun auf das Unterrichten dunkler Künste konzentrierte, einer seiner Spezialitäten, war er darin nicht einmal besonders gut. Vincent Crabbe, der schließlich durch Dämonsfeuer ums Leben kam, hat den Zauberspruch von Amicus gelernt. Und es ist sicherlich auch mit seiner Schuld, dass Crabbe letztendlich starb, weil er einen beeinflussbaren jungen Mann dazu brachte, sich in Gefahr zu begeben. Amicus war ein besonders grausamer Lehrer, bekannt dafür, quälende Strafen zu verhängen, um Schüler zu disziplinieren. Neville erzählte einmal, dass die Bestrafungen von Umbridge im Vergleich zu denen von Carrow ziemlich zahm waren. Ich kann mir also nur vorstellen, wie es gewesen sein muss, unter seiner Führung ein Schüler zu sein. Dolores Umbridge. Naja, wo fange ich da nur an? Dolores Umbridge übernahm die Position als Professorin für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu einer Zeit, als das Ministerium begann, sich in die Angelegenheiten von Hogwarts einzumischen. Fudge, der hartnäckig leugnete, dass Voldemort zurückgekehrt war, trotz nahezu unbestreitbarer Beweise, begann irrational aus Angst zu handeln und belastete Dumbledore, während dieser Cornelius anflehte, zur Vernunft zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt wurde Dolores Umbridge in Hogwarts platziert und mit der Unterstützung des Ministeriums brachte sie schnell Unruhe in die Schule. Schließlich wurde sie sogar zur Hogwarts Hochinquisitorin ernannt und übernahm sogar vorübergehend die Position der Schulleiterin. Ihre Karriere an der Schule begann jedoch als Professorin und es wurde sofort klar, dass Umbridge nicht beabsichtigte, irgendeine Form von standardisiertem Lehrplan zu unterrichten. Sie hatte ihre eigenen Pläne im Kopf. Angesichts der drohenden Rückkehr von Lord Voldemort hätte man erwarten können, dass der Kurs zur Bekämpfung dunkler Magie besonders substanziell wäre. Aber Dolores unterrichtete stattdessen einen nutzlosen Kurs, der hauptsächlich aus Theorie bestand und keinerlei praktische Anwendung bot. Diejenigen, die sich ihr widersetzten, wurden auf grausame und ungewöhnliche Weise bestraft und sie missbrauchte ihre Macht auf widerwärtige Weise, wann immer es ihr möglich war. Umbridge verschwendete die Zeit der Schüler im Grunde genommen und lehrte nichts von Wert. Sie erstickte jeden Versuch der Schüler, sich selbst zu schützen und auch nur irgendwie praktische Erfahrung zu sammeln.
Ihre Devise lautete: Wofür soll man lernen, sich zu verteidigen, wenn es nichts gibt, gegen das man sich verteidigen muss? Quirinus Quirrell. Erstaunlicherweise hat Quirrell es geschafft, trotz Voldemorts Einfluss auf seinem Hinterkopf über Umbridge und Carrow zu stehen. Die Sache ist die: Quirrell hat nicht die Fähigkeit, der Schüler unterdrückt zu lernen oder sie in dunkler Magie unterrichtet, aber er war im Grunde genommen nur ein nutzloses, nervöses Wrack. In seiner Zeit als Professor hat er im Grunde nichts Wertvolles gelehrt und ehrlich gesagt, warum sollte er auch? Voldemort kontrollierte ihn jedoch die ganze Zeit. Außerdem hat J.K. Rowling einmal erklärt, dass Quirrells besondere Fähigkeit darin bestand, dass er in der Theorie der Verteidigungsmagie bewandert war, aber weniger geschickt in der praktischen Anwendung. Das deutet darauf hin, dass Quirrell nicht inkompetent oder unintelligent war. Er war einfach kein guter Praktiker der Magie, die er lehrte. Im Jahr 1990 nahm Quirrell ein Sabbatjahr. Er erklärte seinen Kollegen, dass dies eine Gelegenheit sei, um aus erster Hand Erfahrungen zu sammeln, während sein wahres Ziel darin bestand, Lord Voldemort zu finden. Er war äußerst neugierig darauf, was mit dem dunklen Lord geschehen war, der jahrelang die Zaubererwelt tyrannisiert hatte. Voldemort erzählte von seiner ersten Begegnung mit Quirrell. Ein junger Zauberer, naiv und leichtgläubig, kreuzte meinen Weg im Wald, den ich zu meinem Zuhause gemacht hatte. Oh, er schien genau die Chance zu sein, von der ich geträumt hatte. Denn er war ein Lehrer an Dumbledores Schule. Er war leicht zu beeinflussen. Er brachte mich in meine Welt zurück und nach einiger Weile übernahm ich seinen Körper, um ihn genau zu überwachen und meine Befehle auszuführen. Ich bezweifle, dass ich einen Zauberer, der von Voldemort kontrolliert wurde, viel weiter oben auf die Liste setzen könnte. Aber er war auf jeden Fall besser als Umbridge und Carrow, denn er hat wenigstens schon mal niemanden verletzt. Gilderoy Lockhart. Als nächstes haben wir den Gewinner des Preises für das charmanteste Lächeln, Gilderoy Lockhart. Lockhart war eine interessante Wahl für die Rolle des Professors für Verteidigung gegen die dunklen Künste. In der Zaubererwelt beeindruckte er viele. Er hatte sogar Bücher über seine vermeintlichen Heldentaten veröffentlicht. Er hat Bücher über seine vermeintlichen Errungenschaften geschrieben. Er behauptete, alle Arten von dunklen Kreaturen besiegt zu haben und auf dem Papier schien er die perfekte Besetzung für diese Rolle zu sein. Doch was viele nicht wussten war, dass er ein großer Schwindler war. Lockhart war prahlerisch, egoistisch und, um es direkt zu sagen, wahnhaft. Er nutzte die tatsächlichen Errungenschaften wirklich mächtiger Hexen und Zauberer aus, indem er ihnen auf hinterlistige Weise Gedächtniszauber aufdrängte, die sie vergessen ließen, was sie getan hatten. Da niemand einen Anspruch auf diese Errungenschaften erheben konnte und niemand widerlegen konnte, dass es nicht Lockhart war, der sie erreicht hatte, beanspruchte er sie für sich. Natürlich wusste Dumbledore von Anfang an, dass Lockhart ein Betrüger war. Da er einige der Hexen und Zauberer persönlich kannte, die von Lockhart mit dem Gedächtniszauber manipuliert worden waren, zögerte Dumbledore zunächst, ihm diese Stelle anzubieten. Doch da es in diesem Jahr niemanden gab, der die Position besetzen konnte, dachte sich Dumbledore, was soll's, und gab Lockhart den Posten. Obwohl er völlig unfähig war, steht Lockhart ziemlich weit oben auf der Liste, denn in Dumbledores eigenen Worten fasst er es so zusammen: Auch von einem schlechten Lehrer kann man sehr viel lernen, was man nicht tun sollte und wie man nicht sein sollte. Alistair Mad-Eye Moody, aber eigentlich Barty Crouch Jr. Im Jahr 1994 trat ein neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste sein Amt an, der berühmte Todesserjäger Alistair Mad-Eye Moody. Trotz seiner auffälligen und einschüchternden Erscheinung war Moody einer der Guten. Seine Aufgabe war es, dunkle Zauberer zu fangen, und er war darin äußerst erfolgreich. Die Aussicht, von Alistair Moody in Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet zu werden, war aufregend. Schließlich war er ein Experte. Gleichzeitig hatte Moody jedoch etwas Merkwürdiges an sich. Dieses Etwas war, dass es gar nicht Moody war, sondern Barty Crouch Jr. Obwohl er ein Todesser war, der sich als Hogwarts-Professor ausgab, machte er seine Sache überraschenderweise viel besser als einige der oben genannten Namen auf der Liste. Er war ziemlich dreist und setzte im Klassenzimmer einfach verbotene Flüche wie Imperio, Crucio und Avada Kedavra ein. Dennoch erwies sich sein umfangreiches Wissen über diese Flüche als recht informativ. Er brachte den Schülern nicht direkt bei, wie man diese Flüche ausführt, wie es die Carrows getan hätten. Stattdessen lehrte er sie nur, was diese Flüche waren und wie sie funktionierten. Aber das hat Harry sicherlich geholfen, weiterzukommen. Hier ist das Besondere an Barty Crouch Jr. Er war ein wirklich talentierter Zauberer. Obwohl er leider auf die dunkle Seite übertrat, behielt er dennoch seine Neigung zum Lernen bei und war während seiner Zeit in Hogwarts ein außergewöhnlicher Schüler.
Es ist nur logisch anzunehmen, dass er, selbst wenn er den Todessern diente, einen Teil seines enormen Wissens an die Schüler weitergeben wollte. Ich stelle mir gerne vor, dass selbst wenn Mad-Eye die Klasse persönlich unterrichtet hätte, der Lehrplan ziemlich ähnlich gewesen wäre. Severus Snape. Theoretisch war Severus Snape der perfekte Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er besaß ein tiefes Verständnis für beide Seiten des magischen Spektrums und kannte sich besser mit den dunklen Künsten aus als die meisten anderen, was ihn zum idealen Kandidaten machte, um Schüler in Verteidigung zu unterrichten. Doch zu diesem Zeitpunkt agierte Snape immer noch als Doppelagent, und das müssen wir berücksichtigen. Er hatte viel zu tun. Er musste einen der mächtigsten und dunkelsten Zauberer aller Zeiten täuschen, was bedeutet, dass er ziemlich abgelenkt war. Darüber hinaus war er mit der Aufgabe beschäftigt, Dumbledore zu töten, um Malfoys Seele zu retten. Trotzdem unterrichtete er gut, und die Schüler erhielten sicherlich eine beträchtliche Menge an Informationen im Unterricht. Doch das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er der beste Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste war. Hätte er es sein können? Wahrscheinlich. Aber war er es zu diesem Zeitpunkt? Nein. Also, wenn das gesagt ist, wer war der beste Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste? Remus Lupin. Für mich war Remus Lupin zweifellos der beste Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Er besaß ein enormes Wissen über die dunklen Künste und wie man sich dagegen verteidigt, und gleichzeitig war er ein herausragender Lehrer. Er verstand es, sein Wissen auf eine produktive Weise zu vermitteln, indem er Theorie und praktische Anwendungen in Einklang brachte. So gewährleistete er, dass seine Schüler, wenn die Zeit gekommen war, die Magie, die er lehrte, erfolgreich umsetzen konnten. Lehrerinnen und Lehrer sind nicht nur aus akademischer, sondern auch aus moralischer Sicht wichtige Vorbilder. Remus Lupin war ein ausgezeichnetes Beispiel für seine Schüler. Ein mutiger, geduldiger und freundlicher Mann, der es verstand, Bildung mit einem Element des Spaßes zu verbinden. Besonders bemerkenswert ist, dass Remus dafür verantwortlich war, Harry den Patronus-Zauber beizubringen. Und das war zweifellos eines der wichtigsten Dinge, die Harry je von jemandem gelernt hat. Es war äußerst hilfreich, und ich bin mir nicht sicher, ob Harry ohne Remus den Dreh so schnell herausbekommen hätte. Wenn Remus seine Rolle als Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste länger als ein Jahr behalten hätte können, wäre der Ausgang der Schlacht von Hogwarts wahrscheinlich ganz anders gewesen. Und das natürlich im positiven Sinne. Und das war's mit diesem Video. Seid ihr mit meiner Liste einverstanden? Schreibt mir gerne eure eigene Rangliste in die Kommentare und warum ihr das so seht. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.